Ja, guten Morgen, Leute. Hier ist wieder euer Captain vom Bock. Guckt euch mal den Scheiß hier an. Abstandssensor verschmutzt. Wovon? Von dem bisschen Regen oder was? Also das, muss ich sagen, ist ein echtes Manko. Und da muss Mercedes unbedingt noch mal ran. Denn das kann ja nicht sein. Das, bei Schnee kann ich das ja noch verstehen, aber wie gesagt, jetzt bei Regen, das kann es eigentlich nicht sein. Tja, Active Brake Assistant nicht aktivierbar. Ich weiß, dass sich das gleich wieder geben wird von alleine. Das kommt immer mal wieder vor. Ich habe die Kamera jetzt einfach mal eingeschaltet, um euch das mal zu zeigen. Ist auch hinterlegt. Als Ereignis: Abstandssensor verschmutzt. Fahrzeug anhalten und Sensor reinigen. Ja, da gibt es aber nicht viel zu reinigen. Da ist eine Plastikabdeckung und da kannst du eigentlich nichts machen, außer mal drüber wischen. Aber da kann, also ich sag mal, da ist nichts dran. Ich habe das ja schon ein paar Mal gehabt. Jetzt funktioniert dann nur der normale Tempomat, kein Abstandstempomat. Das heißt, ich muss schön aufpassen hier. Zwischendurch versuche ich immer mal wieder ihn zu aktivieren. Ja, heute ist Freitag. Weiß gar nicht, der 29.11. Und so richtig November. 8 Grad, eigentlich relativ mild, aber ihr seht es ja selber, grau, grau, grau und Regen, 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 Regen. Irgendwie läuft es heute nicht gut. Heute Morgen schon eine halbe Stunde durch Stau Verzug gehabt. Ich habe das eigentlich mehr oder weniger wieder rausgeholt. Naja, jetzt muss man sehen. Also letzte Woche Freitag, da bin ich die beste Zeit gefahren von der ganzen Woche. Diese Woche Freitag kann ich das schon mal knicken durch den Stau heute Morgen. Irgendwie scheint es heute mit der Selbstreinigung nicht so zu funktionieren. Also ich habe das schon mal gemacht mit dem Anhalten, da machst du gar nichts. Ich
verstehe das gar nicht, was da verschmutzt. Das ist also ein Problem, was unbedingt gelöst werden muss, denn man stelle sich vor, das Fahrzeug fährt autonom und kann, ja, und der Abstandssensor arbeitet plötzlich nicht mehr, dann bleibt dem Fahrzeug nichts anderes übrig, als rechts ranzufahren und anzuhalten. Und das kann es ja nicht sein. Ich hänge euch aber noch mal weg, weil gleich wird Hasi anrufen. Und dann werde ich erstmal ein bisschen mit ihr telefonieren. Also ich sag mal bis später.